In der heutigen Folge möchte ich euch sehr gerne zeigen, wie ihr neben dem Zubereiten einer ganzen Ente auch eine wunderbare Orangensoße 4.0 hinbekommt. Wir wollen heute diese wunderbare Ente hier vorne mit 2,4 Kilogramm Gewicht zaubern, und zwar mit einer Orangensoße par excellence, also wirklich mega gut. Dazu werden wir diese Zutaten hier außenrum verwenden, samt etwas Würzung. Dazu kommen wir sofort. Ich beginne hier mit den 5 Zwiebeln, die ihr sehen könnt. Genauso im Hintergrund dort 5 Knoblauchzehen. Dann habe ich hier etwas Gänsebratengewürz, ist aber optional zur Würzung. Genauso wie hier Umami-Gewürzmischung, die ich selber herstelle. Dort oben seht ihr 400 ml Geflügelfond, dann 400 ml Pfirsichlikör, 300 ml Orangenlikör, dann 1 Liter O-Saft, etwas Öl zum Anbraten, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer und 2 Möhren. Wie immer, alle Zutaten unten in der Beschreibung. Wir beginnen damit, hier die Gemüsesorten etwas klein zu hacken, den Knoblauch etwas anzudrücken und die Möhren in Scheiben zu schneiden. Schneiden wir uns zunächst die Möhren oder Karotten, schneiden die Enden etwas ab. Und wie gesagt, die sind gut gewaschen, Bioqualität, alles gut, mit Schale in Scheiben schneiden. So wie hier. Dann kommen die 5 Zwiebeln zum Einsatz, sollen auch ihren Geschmack abgeben, werden also von ihrer Schale befreit und dann einfach in Achtel zerlegt. Also etwas halbieren, dann vierteln und dann achteln, so wie hier, und zack, mit der anderen Hälfte genauso. Schaut dann im finalen Zustand so aus. Dann kommen wir zum Knoblauch. Kleiner Trick, einfach mal fest drauf drücken, sorgt dann dafür, dass die Schale aufplatzt, und dann ist es viel einfacher, die Schale abzunehmen. Dann einfach nur noch darauf achten, solche dunklen Stellen, so wie hier, und hinten das Ende, was ein bisschen fester ist, zu entfernen. Also haben wir das hier schon getan, und dann hacken wir es einfach ganz, ganz grob. Da habe ich auf dem Herd einen ganz großen Bretter, den ich besitze. Kommen wir gleich noch zu. Den wollen wir jetzt erstmal auf mittlerer Hitze verwenden. Ihr könnt aber auch ein Backblech mit höherem Rand verwenden, ist kein Problem. Wie das funktioniert, zeige ich euch dann oder erzähle ich euch gleich noch. Schnappen uns also jetzt hier unseren großen Bretter und geben erstmal das Öl zum Anbraten hinzu. Hier könnt ihr schon sehen, dass es jetzt an Hitze gewinnt, und dann kommt das soeben klein geschnittene Gemüse dort hinein. Karotte, Zwiebel und Knoblauch. Das soll jetzt etwas Farbe gewinnen, die Zwiebel etwas glasig werden. Das schauen wir uns dann gleich nochmal genau an. Parallel dazu können wir uns schon mal die Ente schnappen, die wir hier sehen, mit Brust, Keule und Flügel. Ich gebe jetzt noch, wie gesagt, Gänsebratengewürz hinzu. Nehmt einfach irgendeine Würze, die euch persönlich gefällt, und damit werden wir das jetzt erst einmal behandeln. So sieht es dann aus, wenn wir fertig damit sind. Sind wir zurück zu unserem Bräter oder Pfanne, je nachdem, was ihr halt so an Werkzeug daheim rumfliegen habt. Und lassen immer noch dem Gemüse die Zeit etwas an. Wenn dann das Gemüse die richtige Farbe erreicht hat, können wir unseren Backofen schon mal auf 200 Grad Umluft zum Vorheizen schicken. Und ihr seht dann ebenso, dass im Bräter sich mit der Zeit dort am Rand und überall eigentlich so ein paar Röstaromen am Boden abgesetzt haben, die wir dann in unsere Soße bekommen, indem wir es dann jetzt ablöschen. Geben also jetzt den O-Saft hinzu. Ebenso unseren Pfirsichlikör, der übrigens etwas weniger als 20% Alkohol enthält. Dann seht ihr hier die Gemüsebrühe, den Orangenlikör, der etwas knapp unter 40% Alkohol enthält. Dann den Pfeffer und das Salz.
Hier, wie gesagt, optional mein Umami-Gewürz. Und dann rühren wir es erstmal um. Es sei dazu gesagt, der Alkohol wird im Laufe der Zeit komplett verfliegen. Einfach auf Basis der langen Garzeit. Jetzt kocht es alles zusammen wunderbar und wir geben die soeben kurz gewürzte komplette Ente, einfach so wie sie ist, dort hinein. Jetzt geben wir den Deckel drauf. Solltet ihr einen solchen Bretter mit Deckel nicht haben, nehmt ihr eure hohe Backform, gebt etwas Alufolie drüber, Hauptsache die Flüssigkeit entweicht nicht. Und dann geht das Ganze für ungefähr 75 Minuten bei 200 Grad Umluft in den Backofen. 75 Minuten sind rum. Wir haben schon mal einen kleinen Topf oben hingestellt, der ist gleich für die Flüssigkeit und unsere Soße und wollen dann mal unsere Ente befreien. Hier sehen wir sie jetzt dort unten. Von etwas Nahem. Hier am Rand könnt ihr jetzt das sehen, was später zu unserer Soße wird. Sprich, das Fett auch von der Ente hat sich jetzt etwas aus der Ente gelöst und ist jetzt mit dort hinein gewandert. Die Ente wollen wir jetzt als solches ohne Soße und Flüssigkeit dort in den Deckel geben. Sonst könnt ihr einfach ein Backblech oder ein Rost nehmen, wo ihr die Ente dann drauf gebt. Diese wollen wir jetzt also, wie gesagt, rausholen und der Rest wird dann gleich zu unserer Soße veredelt. Dort ist jetzt die Ente als solches. Am Rand könnt ihr sehen, die Farbe ist noch nicht so richtig übergegangen. Oben die Bräunung kommt eigentlich von der Würzung selbst und wir sorgen jetzt einfach für eine zusätzliche Bräune, indem wir bei guten 200 Grad, was ihr halt könnt, 230 Grad habe ich jetzt eingegeben, Oberhitze, das Ganze einfach mal für 30 Minuten von der einen Seite in den Ofen gibt. Die Flüssigkeit aus dem Bräter oder was auch immer geben wir dann in den Topf. Das soll unsere Soße werden, indem wir das Ganze einreduzieren. Bringen es also zum Kochen und das darf es jetzt auch einige Zeit erstmal tun. Nehmen es nach kurzer Zeit erstmal an die Seite. Denn die groben Bestandteile wie das Gemüse wollen wir jetzt ebenso in der Soße haben. Das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Pürieren es einfach mit auf, sodass die Stückchen kleiner und kleiner werden. Ebenso könnte die Soße später natürlich passieren, aber das werde ich unterlassen. Und jetzt werden wir es weiter und weiter einreduzieren, indem wir es zum Kochen bringen. Hier sehen wir jetzt die Soße und nach einer ungefähr einer halben Stunde von der einen Seite werden wir unsere Ente aus dem Ofen einmal wenden. Denn von der anderen Seite gibt es nur die Bratspuren aus dem Bräter. Das wollen wir jetzt von der anderen Seite natürlich auch genauso nochmal perfektionieren. Die Soße werde ich einfach aus Zeitgründen etwas mit einer Milchstärke-Mischung andecken. Ihr könnt aber auch reduzieren, 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 wie ihr wollt. So schaut dann mein Soßenendergebnis nach ungefähr einer Stunde aus. Wie gesagt, mit Unterstützung dieser Stärke-Milchmischung. Und meine Ente ist dann auch soweit. Ausgelöst auf dem Teller, vielleicht mit der Beilage Knödel. Ich blende euch oben rechts noch ein, wie Knödel selbst herzustellen sind. Könnt ihr das hier mit dieser herrlichen Soße, ich kann sie euch wirklich nur empfehlen, drapieren. Und wie immer bleibt mir nur zu sagen, Bon Appetit!